Deflation hier, Inflation dort und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Nachdem wir gestern ja in unserem Marktgeflüster nochmal klar gemacht haben, wie großartig diese Welt ist, hat sich das heute natürlich bestätigt, indem der DAX wieder auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist, 9.400 Punkte erreicht hat und das, obwohl oder trotz dem Fehlen der Amerikaner Thanksgiving, heute ja kein Handel in den USA, morgen verkürzter Handel bis 19 Uhr, insofern hat der DAX aus eigener Kraft geschafft, sich hier ein bisschen zu stabilisieren. Aber wir haben trotzdem einige Daten bekommen aus der Eurozone und aus Deutschland, die durchaus interessant sind und die es wert sind zu berichten. Und das wollen wir hier jetzt mal tun. Zum Beispiel in Deutschland die Importpreise 0,7% rückläufig zum Vormonat, zum Vorjahresmonat 3% rückläufig. Also das sind doch sehr klare deflationäre Tendenzen. Die Verbraucherpreise sind leicht gestiegen, plus 0,2% zum Vormonat. Hier war eigentlich ein unveränderter Wert erwartet. Aber trotzdem klar ist hier die Tendenz Richtung Deflation. Das zeigt auch das Geldvolumen der Eurozone. Nur plus 1,4%, hier hatte man 1,7% erwartet. Aber entscheidend ist der Referenzwert, der inflationsneutrale Referenzwert, wie er heißt, der EZB, liegt bei 4,5%. Das heißt, da sind wir ganz entspannt sehr weit drunter und das sind alles Kategorien, die für die EZB sehr wichtig sind, die für ihre Geldpolitik sehr, sehr wichtig sind und das kann bedeuten, dass die EZB noch weiter unter Druck kommt, hier was zu tun, entweder negativer Einlagesatz oder nochmal eine Senkung des Leitzinses auf Null oder ein neuer LTRO, also ein neuer Tender, mit dem sich die Banken dann praktisch kostenfrei Geld leihen können. Dann Kreditvergabe, minus 1,0% gegenüber dem Vorjahresmonat rückläufig. Das Geld kommt also nicht in der Wirtschaft an, obwohl die EZB pumpt. Das Geschäftsklima allerdings positiv heute. Das erste Mal seit März 2011 ein positiver Wert. Auch die Wirtschaftsstimmung mit 98,5 ein Ticken besser als erwartet bei 98,0. Interessant da noch eine Aussage des ungarischen Notenbankchefs, der auf einer Konferenz gesagt hat, Draghi hat mir immer wieder gesagt oder anderen Notenbankern immer wieder gesagt, ein Euro über 1,30 ist schädlich. Nur Deutschland könne das auf Dauer bewältigen und das bedeutet dann doch, dass möglicherweise die EZB doch genauer hinschaut, was den Wechselkurs Euro-Dollar betrifft, als die EZB immer wieder selbst behauptet oder Draghi immer wieder selbst behauptet, der ja sagt, okay, wir können das nicht wirklich beeinflussen, wir schauen uns das an, aber haben da keinen Einfluss drauf, ist natürlich nicht richtig. Sehr wohl guckt die EZB und guckt Mario Draghi eben auf den Euro-Dollar-Kurs und über 1,30 kann bedeuten, dass die EZB neben diesen Daten, die wir vorhin schon mal referiert haben, noch mehr Handlungsdruck langsam bekommt. Denn der Euro, das sehen wir hier, der hat durchaus Strecke gemacht wieder. Wir sind an der 1,36 und das, obwohl eigentlich die Daten in der Summe, Kreditvergabe, Geldvolumen, wie auch die deutschen Importpreise eher negativ sind für den Euro, weil die EZB dadurch unter Handlungsdruck kommt, noch mehr zu tun, noch laxer vorzugehen und das dürfte den Euro ja normalerweise schwächen. Also heute natürlich ein etwas ruhiger Tag, auch im Euro-Dollar, obwohl London am Start war, hier ja die maßgeblichen Banken, was Europa betrifft und dort findet der Handel dann auch statt. Schauen wir uns mal den DAX an, der heute Morgen dann es geschafft hat oder heute es geschafft hat, hier die 9.400 mal kurz zu überbieten, aktuell auf X-DAX-Basis 9.390, neues Allzeithoch. Ein Blick dann auf die stärkste Aktie heute im DAX, Salzgitter, Kaliumsalz, man verwechselt hier das eine oder andere Mal, 19,45 hier der Schlusskurs der Aktie, über 2%, sieht so aus, als könnte vielleicht hier so im Bereich 18,70, etwa 18,65 ein Boden gebildet worden sein, von dem ausgehend dann vielleicht wieder was nach oben kommt. Dann schauen wir uns noch abschließend das Gold an, auch hier nicht viel Bewegung, 1244, aber wir sehen eben hier diesen relativ intakten Abwärtstrendkanal, der eben auch bedeuten kann, dass die Player am Goldmarkt Deflation spielen, während eben die Aktienmärkte Inflation spielen. Denn eins ist klar, wenn die Deflation kommt oder wenn die deflationären Tendenzen sich fortsetzen, dann werden Unternehmen eben nicht die Preise verlangen können, die sie verlangen möchten, sondern müssen die Preise möglicherweise senken. Man hat die Kostenstruktur schon so weit im Griff, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Das heißt, es geht direkt auf die Margen, aber die Bewertung an den Aktienmärkten steigt ständig. Das ist eine Differenz, die auf Dauer nicht gut gehen kann. Aber noch ist es wohl nicht so weit, noch wollen die Märkte unbedingt nach oben. Alles, was an Meldungen kommt, wird positiv interpretiert und das heißt, die Bullen sind noch am Ruder. Das könnte noch eine Zeit so bleiben. Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.